Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ni no Kuni Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You. Ja, und wir sind immer noch auf der Suche nach den Spektralsteinen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das am besten jetzt machen. Hoffentlich ist das Glück uns mal ein bisschen eher gewogen als zuvor. Den ganzen Spaß mal. Genau, ab in den Hintern. Genau da gehören Füße hin. So, können wir eigentlich komplett umhauen. Hier nichts irgendwie. Nichts besonders Tolles machen, können wir einfach umhauen. So, ich muss erstmal auf die Reihe kommen. Denn das Erste, was ich morgens mache, nachdem ich aufgestanden bin, ist Ni no Kuni aufnehmen. In der Regel. Nicht immer, aber in der Regel. So. Ja, die hat uns angegriffen. Die hat wohl keinen Schiss. Was ich manchmal nicht verstehe, ist, manche haben Schiss. Also ich bin mir nicht sicher, wovon das jetzt genau abhängig ist. So, genau das haben wir. Du wichtige Glocke. Ist ja alles ganz lieb und nett. Aber den da müssen wir auch noch umhauen. Zack, haben wir. Perfekt. Wie viele von euch haben gedacht, nach dem Shada-Kampf, okay, jetzt ist es zu Ende. Jetzt ist das Spiel fertig. Also ich habe es auf jeden Fall gedacht. Ich war mir fast zu 100% sicher nach dem Shada-Kampf. Ja, das Spiel ist fertig. Da kann es nicht besser kommen. Und wie sich danach entwickelt hat, das ist ja hinlänglich bekannt. Oder sagen wir es mal so. Seid ihr froh, dass es danach weitergegangen ist, oder hättet ihr auch mit einem Ende nach Shada leben können? Aber irgendwo war es ja auch klar. Ich meine, man hat ja vorher auch schon diese Konferenzen mit der Königin und so gesehen. Also, okay. Ich denke, da hätte der ein oder andere schon drauf schließen können. Aber ich muss sagen, dafür war der Kampf mit Shada aber auch gut gemacht. Verschiedene Phasen und dergleichen. Also, das war schon ordentliche Handwerksarbeit, muss ich sagen. Was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass hier kein Respawn ist gerade. Ich habe gehört, man kann jetzt den DualShock 3, sprich den PS3-Controller, auch an bestimmte Sony Xperia-Handys anschließen. Beziehungsweise den damit verbinden. Was denkt ihr darüber? Würdet ihr euren PS3-Controller ans Handy anschließen, nur damit ihr ein Handyspiel besser spielen könnt? Also in Anführungszeichen besser jetzt. Sage ich mal, ich habe keine Ahnung, ob es dann wirklich besser ist. Und vor allen Dingen kann man diese, also mir fällt der Name gerade nicht ein von dem Handy. Ist auf jeden Fall ein neueres und man kann das auch an den Fernseher anschließen über HDMI. Und da frage ich mich so ein bisschen, hä? Warum denn ein Handy am Fernseher anschließen und Controller dran und so? Ich meine, dafür habe ich ja meine Konsole an und für sich. Obwohl es eigentlich schon interessant ist, muss ich ehrlich sagen. Da kann man ja doch dann das. Die laufen ja, glaube ich, auch auf Android, die Sony-Handys, wenn ich mich nicht irre. Könnte man ja auch das ein oder andere Android-Game auf dem heimischen Bildschirm spielen. Soll es ja doch mittlerweile einige Perlen geben. Bin mal gespannt, wie das bei den Handyspielen sich generell entwickelt mit der Zeit. So.
Genau, haben wir ihn umgehauen hier. Das passt soweit. Mann, wie ekelhaft dieses rosa Ding da aussieht. Das glaube ich überhaupt gar nicht. Das ist ja schrecklich. Na, nicht wegrennen. Nein, 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 nicht wegrennen. Okay, haben wir. Sehr gut. Die haben wir auch. Angriff. Schlitter. Oh, diesmal hat der Schlitter sogar zuerst gecastet. Sehr gut. Was machst du denn da? Na komm. So. Gegnervielfalt geht mir ein bisschen auf den Keks hier gerade in der Glitzergrotte. Ich meine, da sind nur diese Pelzdinger. Müsste auch noch andere geben. Goldhüpfer können wir weiterentwickeln. Das machen wir jetzt auch gerade mal. Der ist ja schon in der zweiten Stufe jetzt. Ah, hier oben braucht er seinen. Jetzt ist das Problem, ich habe vergessen, was wir vorher gemacht haben. Na, eigentlich spielt es keine Rolle. Wir machen jetzt einen Geniehüpfer. Jupp. Hoffentlich schmeckt. Ja. Verdauungsklopfen nochmal. Was müsste er? Hier. Na, der sieht doch gut aus. Weniger wie ein Genie, eher wie so eine Art Teufel. Ist wahrscheinlich Ansichtssache. Na. Wir probieren jetzt mal Folgendes. Ah, da ist ein Schnarchdrache. Uiuiuiui. Und ganz kurz Moment. So, hier. Zack, zack, zack. So. Und, Verteidigung. Schnappschuss. Schnarchdrache. Du Barrierenarsch. So, jedenfalls. So, Schnappschuss. Tun so, als wäre nichts gewesen. Nein, warum? Warum denn Fehlschlag? Ey, das gibt's doch überhaupt nicht. Wir greifen den jetzt einmal an und versuchen den dann doch noch zu beklauen. Du Arsch, ey, was zaubert er denn da jetzt? So ein Spinner fliegt. Nein, nein. Nee. Jetzt haben wir den. Oh, einen blöden Meteorsplitter haben wir geklaut. Ja, super toll. Da bin ich ja mal super begeistert, muss ich sagen. Gibt's ja überhaupt nicht. So. Das haben wir aber soweit. Na, oh, das gibt's doch gar nicht. Manchmal glaube ich, das Spiel will mich trollen. Du verarschst uns jetzt erstmal hier hinsichtlich dessen, was wir klauen können. Kriegen wir nur einen blöden Meteorsplitter und was kommt dann? Ganz zum Schluss in der Itemvergabe kriegen wir doch noch einen Spektralstein. Ich glaub's nicht. Also hier. Das gibt's ja überhaupt nicht. Da habe ich mich schon geärgert, wie keine Ahnung was. Und kriegen wir trotzdem noch einen. Der Hammer. Also besser geht's ja wohl nicht. So wurde aus Frust ein Grund zur Freude. Und noch ein Schnarchdrache. Ich glaub's nicht. Was geht hier ab? Was geht hier bitte ab? Kann nicht klauen. Heiße Luft, du mich auch. Ah, schon wieder, ey. Glaub's nicht. Ärgert mich gerade ein bisschen, muss ich sagen. Okay, macht was. Abendstern. Alles klar, muss ich sagen. Alles klar, so. Und?
Ja, diesmal hat es uns wirklich hier veralbert. Ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz, wir haben zumindest in der Folge auch schon mal einen Spektralstein bekommen. Mehr kann man nicht erwarten. Der ist abgehauen. Das ärgert mich ein klein wenig. Macht aber in dem Sinne auch nichts. Denn dafür ist ja hier unten die Tante gespawnt. Na, krabbel mal woanders hin hier. Okay, so. Das passt. Haben wir soweit. So. Da. Okay, das passt auch. Jetzt haben wir alles umgenockt hier. Sehr gut, Reis. Kann man nie genug haben. Kann man ja allerhand mitmachen. Sushi und so weiter. Vertrauten Sushi. Das ist ja auch was ich interessant finde. Dass es hier nur Sandwiches und Cheeseburger und Hamburger und so und Fischburger gibt. Aber irgendwie kein asiatisches Essen. Andererseits, wenn man Motorwheel bedenkt, dann ist es ja auch eher so eine Art, End... Nee, was ist der End? Was erzähle ich hier mit End? Blödsinn. Amerika der 50er, 60er nachempfunden. Ich kann das von daher schon nachvollziehen, ein bisschen. So. Genau, weiter geht's. Das passt. Jetzt hatten wir zwei Drachen hintereinander, haben einen Stein bekommen und jetzt kommen irgendwie wieder keine mehr. Gibt's überhaupt gar nicht. Das haben wir auch. Okay, alles klar. So. Dann Siegerpose. Kein Loot, aber eine Evolution. Okay, dann machen wir aus dem Steini jetzt mal was. Sind seine Eltern bestimmt auch stolz auf ihn. Genau, wir brauchen sowas hier. Na, was willst du denn? Stein oder ein Stein? Machen wir so ein, weil den anderen haben wir schon gefangen. Alter, mit den Füßen isst man doch nicht. Auch wenn man nur Füße hat, dann bückt man sich nach vorne und pickt. Kann von den Hühnern noch einiges lernen hier. So, da haben wir den Spaß auch. Machen wir den Kollegen hier mal um. Oder die drei Kollegen, besser gesagt. Habt ihr eigentlich diese Steine benutzt, die Fähigkeiten verleihen? Weil, wie ihr wisst, ich habe sie ja eigentlich eher selten bzw. noch nie benutzt, weil ich auch noch keinen Grund hatte, wirklich das zu benutzen. Aber rein theoretisch ist es ja so, dass man halt seine Gruppe wirklich so anpassen könnte, wie man das für richtig hält. Würde mich mal interessieren, ob ihr das wahrgenommen habt, diese Möglichkeit. Oh, da hinten ist ein Drachen. Ich sehe noch nicht genau, was für einer. Aber Drache ist Drache. Drachen sind schon mal gut. Sieht aber nach einem anderen Drachen aus. Also kein Schnarchdrachen. Genau, Schnarchdrachen so, ja. Ist nur ein Drachilla. Macht aber auch nichts. Genau, zack. Voller Angriff. Mit da. Okay, das haben wir. Wirklich viel Schaden gemacht. Harter Hieb vielleicht nochmal. Na, der kriegt nicht so viel Schaden ab, ne? Machen wir mal eine Feuerschleuder. Oh, interessiert ihn gar nicht. Naja, wäre ich aus Gold, würde es mich wahrscheinlich auch nicht interessieren. Komm, haut ihn kaputt. Perfekt. So,
Siegerpose und keinen großartigen Hut. Dafür viele Levels. Würde ich aber sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle auch. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.